Beim Stahlhallen-Jannekarp ist es am Freitagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen. Während des zweiten Gruppenspiels hatten Anhänger des SV Werder Bremen den Fanblock vom VfB Oldenburg attackiert. Dabei wurde auch mit schweren Gegenständen geschmissen. In einer offiziellen Stellungnahme teilte der VfB mit, seine Anhänger hätten sich lediglich gegen den Hooligan-Angriff gewehrt und schützend vor Frauen und Kinder gestellt. Diese Aussage wurde mittlerweile von mehreren Seiten bestätigt. Wir wollten eigentlich ein Turnier machen ohne eine Einlage. Ja, wir wollten einfach nur Fußball gucken, dass die Bremer dann sich eine Choreografie einfallen lassen haben. War natürlich eine absolute Katastrophe, weil diese Leute, das sind für mich auch keine Menschen, sind für mich keine Fans. Die gehören nirgendwo hin, außer in den Knast. Ja, und das ist eine Sauerei, das ist für Werder Bremen nicht gut und ist auch für den Fußball nicht gut. Nach dem Ende des Turniers gerieten die Fans vor der Sporthalle erneut aneinander. Die Beamten nahmen die Personalien von mehr als 60 Randalierern auf. Die Polizei hatte nach eigenen Aussagen in der Zwischenzeit ihre Einsatzkräfte auf 100 Beamte erhöht. Es werde nun wegen Landfriedensbruch ermittelt. Bei den Ausschreitungen wurden offenbar 4 Personen verletzt, darunter ein Polizeibeamter.